So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Medieval Dynasty. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen und Rick ist immer noch mit dabei. Der sagt jetzt Hi! Hi! Und da sind wir wieder. Wir werden herausfinden, ob wir in dieser Folge das Kind kriegen. Den lang ersehnten Erben. Den König der Könige. Und ich wollte noch schmieden. Cody the Horse. Ja, ja, hast du in der letzten Folge schon gesagt. Ich esse das getrocknete Fischfilet. Um ein bisschen Omega-3-Fettsäuren zu kriegen. Vielleicht ist das das Problem bei mir. Ich bin so eine Laberbacke. Also. Holzteller. Wie viel stellt sie eigentlich her? Gott, haben wir hier viele Bierflaschen drin. So. Also das verarbeiten wir jetzt. Ah ja, und die Plantagen, da war ich noch dran. Ich glaube, also ich habe in der letzten Folge oben an den Feldern noch die Plantagen gemacht. Und da werde ich Apfelbäume pflanzen. Und ich glaube, wir machen rechts noch ein bisschen runter. Ich finde das nicht übel. Können wir sicher noch was rausholen. Nehmen wir mal drei Kupferäxte. Naja, Wack, ich habe meiner Frau übrigens gesagt, sie soll einfach Holzschalen machen, ne? Alright. Das erklärt, warum sie durchgehen wie an der Werkbank kann. Ja, ist sie. Du kannst sie einfach wegschicken, ne? Wie bitte? Ich weiß, aber okay. Ich bin so anständig und ich lasse sie einfach arbeiten und gehe einfach hin. Du bist so anständig, lässt sie einfach arbeiten, ja. Ah. Das ist sehr freundlich von dir, dass du sie einfach arbeitest. Magst du noch Steinäxten so machen für die Holzfäller? Mal Zeiten dann mal. Haben wir, wie viele Schalen haben wir eigentlich? 85, ja, das ist okay. Wir müssen irgendeine Nahrungsmittel mit denen machen. Und Kohl wird irgendwann auch wieder geerntet. So. Naja. Ich gehe mal ein paar Sachen verkaufen, ja? Ja, Nexus ist in Ordnung. Cool, danke. Achso. Ja, okay, klar. Mach das. Natürlich. Super. Gib ihm. Also, was verkaufen wir denn hier? Wo ist das ganze Leder eigentlich hin? Das habe ich vielleicht dabei, weil ich nämlich genau dieselbe Idee hatte. Aha. Okay. Kohle haben wir nicht mehr. Wir haben ein paar Zwiebeln. Lässt sich noch was aus Zwiebeln kochen? Zwiebelsuppe vielleicht? Fleisch und Steinpilz. Riesenschirmling und Edelreizer. Steinpilz, Schirmling und Edelreizer. Könnten wir eigentlich eine Pilzsuppe machen? Mit Fleisch? Und könnten wir die in der Stadt verkaufen? Und dann könnte ich vielleicht genug Geld zusammenkriegen, damit wir einen Esel holen können. Dem kann ich die Satteltasche geben, die du ja vorausahnend schon gekauft hast und nicht missklickt oder so. Und... Und dann gucken wir mal. Dann könntest du mit dem Esel unterwegs sein, der die Sachen für dich tragen kann. Kannst du noch effizienter erkunden. Ja, definitiv. Achso, na, der Gegner muss doch hier sein. Besteht die Gefahr, dass er gefressen werden kann von Wölfen oder so? Das werden wir herausfinden. Ich hab's.
Scheiße, wir haben keine Steinpilze. Wir haben aber Riesenschirmlinge. Ja. Schallenröhrling, Fliegenpilze, die sollten wir nicht essen. Die tolle Kirsche auch nicht. Tolle Kirsche. Ich glaube, wir pflanzen zuerst mal die Apfelbäume und dann werde ich sehen, wie die Apfelbäume wachsen, ob das cool aussieht und dann werden wir das vielleicht ein bisschen anders gestalten, dass wir in dem Dorf bei uns noch ein paar Apfelbäume an den verschiedenen Stellen pflanzen, damit das, das dürfte was haben. Wo sind denn die Steinpilze? Haben wir die hier? Nein, wir haben keine Steinpilze. Edelreizer, schmeiße ich halt alles schnell hier rein. Aber der Herbst kommt bald, dann könnten wir daraus was kochen. Was habe ich denn noch für Optionen? Schau mal bitte in die Alchemiebude. Fleisch und Karotten. Da dürfen noch ein paar Pilze sein. Rote Beete. Bin ich, weiß schon. Wir haben hier keine Steinpilze drin. Wir haben Riesenschirmlinge und Edelreizer, aber keine Steinpilze. Wir könnten die Karotten verarbeiten. Ja, oh, hallo. Ja, eine Karottensuppe. Da nicht dran gedacht. Okay, das Fleisch wird langsam schlecht. Das nehmen wir auch noch mit. Aber wir haben hier auch noch Kohl drin und so. Riesenschirmling. Hier sind die Steinpilze. Wir haben nicht alles im Nahrungsmittellager. Wir sind ein bisschen komisch geteilt teilweise. Okay. Jein. Alle Sachen, die man verkochen kann, habe ich in die Kochkiste reingemacht. Da ist nichts komisch dabei. Nur du. Wurde so geboren. Ja, passt schon. Okay, dann machen wir das anders. Dann kriegt meine Frau jetzt einen anderen Job. Die wird jetzt so köcheln. Päckchen. Was macht eigentlich meine Frau? Muss ich nachher gucken. Abgesehen von Kind stillen und hast nicht gesehen. Kräuter, Hütte, eine Schmiede, Küche. Zuweisen. Ich überwinde. Lass mich mal so. Mit Leder. 37 Kilogramm. Okay, ich gehe Leder. So. Dann unter Verwaltung. In Produktion, Küche. Also. Es gibt zwei verschiedene Kohlsuppen. Warum gibt es jeweils zwei verschiedene Kohlsuppen? Where are all the good men gone? Where are all the good men gone? Meine eigene Frau sagt das. Hat niemand gehört. Also Kohlsuppe. Nothing is true. Everything is permitted. Was für eine Pilzsuppe. Schatz, warte mal schnell bitte. Das ist schwer. Warte mal, wenn ich ein Lagerfeuer da mache, spawnen keine Viecher mehr. Ach so, es gibt zwei Kohlsuppen. Aber welche ist die welche? How are all those candles lighting up by themselves? Das ist gewiss. Welche Kohlsuppe denn jetzt? Ist die erste Kohlsuppe? Ah, unten habe ich eine Anzeige, was drin ist. Hier Salzfleisch, nicht Salzfleisch, okay. Dann machen wir 15% das. Dann die Pilzsuppe, also Riesenschirm, Steinpilz, Edelreizer, machen wir bitte auch schnell 15, bevor das schlecht wird. Dann machst du mir noch nicht die Gemüsesuppe, Eintopf, auch 15. Okay, wir machen 30, 30, 30. Pilzsuppe machen wir schnell komplett voll, damit das, was schlecht war, noch verwendet wird. Jetzt weiß ich aber nicht, ob sie darauf zugreift oder ob ich ihr alles in den Dings geben muss. Deswegen gebe ich ihr einfach alles mal da rein. Diesen Schirmling.
Salzfleisch wird langsam schlecht. Überbelastet zu sein ist teilweise echt mies. Auf dem Feld hat schon wieder nichts zu tun. Wir haben 97 Doom. Shit. Ist es gut oder schlecht? Das ist sehr gut, aber der müsste das mal verarbeiten. Ich komme nicht nach mit allem. Aha. Ich habe irgendwas wieder vergessen. Ah, ich muss meine Frau vielleicht noch fragen, wo wir Dings kaufen können, Esel. Oh, darling. Wo finde ich Nutztiere? Esel. Esel. Okay. Danke. Können wir die Nacht auch nochmal Rambazamba? Dachte schon, du würdest nie fragen. Ja, ist auch nicht so, dass wir es schon zum 19. Mal probieren oder so. Spricht sie eigentlich in deiner Gegenwart auch von Alkohol? Nein, in meiner Gegenwart sagt sie nur, wo sind all die guten Männer hingegangen? Uff. Big Uff. Solltest du nicht ein König noch sein? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay. Nur vielleicht ist eigentlich auch diese rapide Stimmungswechsel. Oh shit, ich habe Tonbewurf freigeschaltet aus Versehen. Wollte ich gar nicht. So, ich mache den Dünger schnell selber, damit er arbeiten kann. Wieder auf dem Feld. Dann gehe ich nach Skauki. Na klar. Ah, ich wollte noch immer zu Hause, um noch die zweite Mütze verkaufen zu können. Ich habe 3 Mützen. Oh shit, boah. Ja, wenn es so weitergeht, komme ich ja überhaupt nicht. Ich war Steiner. Ich meine, wenn es so weitergeht, hier komme ich überhaupt nicht mehr nach Ostoja. Warum? Weil ich mich ständig von irgendwas ablenke. Achso, du lässt dich eh immer von irgendwas ablenken. Apropos ablenken. Grimghul, danke für den Raid. Vielen, vielen Dank für den Support. Hallöchen. Was für eine Überleitung. Dankeschön. Für alle, die rübergeschaltet haben, wir spielen hier auf entspannt Medieval Dynasty im Coop-Modus, den es ja gibt seit nicht allzu langer Zeit. Ich kann es genau sagen, seit dem Donnerstag um dem 7.12.2023. Du musst wieder los zur Arbeit, mach das, ich wünsche dir eine ruhige Schicht. Dankeschön für den Raid. Scheiße, ich sterbe hier an dem sterbe ich. Ja, an dem sterbe ich. Also Scheiße. Mann! Die Mütze geht raus. Immer belastet zu sein, sackt! Warum habe ich hier noch Roggenkorn drin? Ich warte auf dich, Mädel. Aber ansonsten ist eigentlich alles immer entspannt. Mods, danke schön für den Shoutout an Grimghul. Und warte, habe ich noch Pilze dabei? Und noch mehr Riesenschämling. Ah, hier sind noch 40 Leder. Ja? Und noch Federn, die nehme ich auch mit. Kennt ihr diesen Nexus, der schon seit einer Viertelstunde versucht, in die Stadt zu kommen, das immer noch nicht geschafft hat, weil er immer noch hin und her rennen ist und allen ihr Zeugs gibt? That's me. Ja, scheiß drauf, das Robbenkorn kommt jetzt einfach die da rein. Hast du das ganze Fleisch mitgenommen? Nein, das ist in der Küche, damit meine Frau das verarbeiten kann. Ah ja. Ich weiß nicht, was deine Frau macht. Muss in der Verwaltung schnell gucken. Ich renne jetzt hier los. Mhm. Ansonsten komme ich nie an. Dito. Was heißt die Dito?
Ich komme auch nie an. Okay, ein Wolf. Ja, weißt du was? Komm at me, Bro! Ja? 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 Speer ins Gesicht und nochmal ein Speer ins Gesicht und dann machst du wie so ein kleiner Hund. Er ist tot. Das geht mir gut. Oh scheiße, ich bin wieder im Kampf. Abbrechen! Wo ist der zweite? Da hinten. Ich habe deinen Freund schon getötet. Ich werde auch dich töten. He's dead now. Good job. Die Fälle und das Fleisch verkaufe ich in Skauki. So. Nexus ist der, der mit dem Wolf tanzt. Noch ein Wolf. Alright, die wollen's wissen. Ich bin ready, auch für dich. Komm. Komm. 700 Meter Schritte. Ja, jetzt. Komplett zerkratzt und zerbissen. Ja. Nach 14 Wölfen schlachten. Er ist tot. Enter. Das geht. So, Nexus braucht neue Speere. So, weiter geht's nach Skauki. Und der Weg war gepflastert von Wolfs- und Eberblut. Denn das sind die Nächsten. Das sind vier. Ich renne. Das ist zu viel. Ich kann einen töten mit zwei Speeren, aber ich kriege nicht alle. Das ist zu viel. Wir müssen... Okay. There are certain rules, yes? Der Verwaltung. Wie heißt denn meine Frau? Wohnt im großen Haus, hat ein Kind mit ihr, hat keine Ahnung, wie seine Frau heißt. Deine Frau heißt, könnt nicht nachgucken. Ich hab's. Und wie heißt sie? Arbeitsplatz. Sie hat keinen Arbeitsplatz. Sie hat einen relativ schönen Namen. Ja, das ist, weil sie schwanger geworden ist. Ja. Dann muss sie sich ums Kind kümmern. Ja, lass sie. Sie hat. Ist okay. Also, wenn es die modernen Frauen hinkriegen, kriegt auch sie es hin. Balanced Life hier, hallo? Ja, lass sie schuften. Nein, ja, also. Ab in die Mine mit dir. Ich jage schon. Wow! Mann, Bison! Was? Du? Wieder eine Bierflasche. Und noch eine Bierflasche. Steinaxt. Brennholz. Nimm das Brennholz mal mit. Geld. Da ist noch ein Beutel. Was ist das? Eine Gürteltasche. Warum, Mann? Das ist doch unfair, wenn ihr mich immer zu zweit angreift. Was ist das mir, Mann? Torador! Komm her. Du hattest, ich hatte dir ja schon eine Gürteltasche gegeben, ne? Ja, hast du. Okay. Einer weniger. Hier liegt ja nochmal was. Das war's? Okay. Wirklich? Oh mein Gott. Habe ich nur. Es kann sein, dass ich in der Nähe von Skauke noch auf die Jagd gehen muss, um an genug Geld zu kommen, um in Skauke die Sachen zu kaufen, weil ich bin echt blank. Geh einfach in Skauke in die Mine rein und bau einfach. Der König, der presst uns aus! Wir haben nichts mehr zu essen! Rebellion! Wie bitte? Ja.
Bin dafür, lass ihn töten. Gut, das war das Ende von den Gebrüdern Gaming. Die sind tot jetzt. Brunnen. Produktion nicht eingestellt. Okay. Ich hab noch Kupferäxte dabei und eine Sichel, die kann ich verkaufen. Ich habe noch zwei Mützen dabei, die geben nochmal ein bisschen was. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die Esel sind, deswegen. Oh, da hat keine Sperre wieder. Aber vielleicht können wir noch jemanden Schönes ins Gauki anstellen, ne? Who knows? Ach, übrigens, unser Stall, unser Hühnerstall ist voll. Müsste jemand abbauen. Ja, mach das doch schnell selber. Ich bin unterwegs, Mann. Müsste jemand machen, so. Ja, er klang für mich so wie, du liegst auf der Couch und sagst, by the way, der Hühnerstall ist voll. Müsste ja, mal jemand machen. Und dann guckst du weiter Fernsehen. Etwa so hat's. Gut, diesen Effekt hat's vielleicht auch tatsächlich, aber. Ja, okay. Dann mach's selber, steh auf! Ich nehme gerade Wiesen auseinander. Okay? Okay? Ja, ich höre nur Ausreden. Ich höre immer nur Bison, Wiesent und so weiter und so fort. Ich höre immer nur Ausreden. Nur Ausreden höre ich. Dann passt. Well worked for food and water. And some fireworks and the roof over my head, of course. Damn, wie viel bin ich über? Oh, das sind zwei Schmiede. How do you do? 27. Oh, Badi, ich kann mich nicht bewegen. Ich hab ihn geschlagen. Du kannst nichts. Ich hab ihn einfach geboxt. Aber just in case. Okay. If I were to say what I value the most in life, I would say people. Alles klar. Sag mal, wie stark bin ich mittlerweile? Kommt auf die Waffe an. Ja. There was this Hello there. Guy in the tavern who called himself Sparrow. Sorry, Captain Sparrow. Zum Glück habe ich Breitengericht dabei. I'm thirsty and there's no water. Also Ademar wird Schmied. Ademar? Den Stock. Hey, hast du Stock dabei? Du hast Münz? Weißt du was? Ich bin hier noch überbelastet. Also Holzschalen machen, das ist ja gut aufgehoben. So. Wir haben jetzt einen Schmied. Einer, der sein Handwerk versteht. Hallöchen an alle neu, die in den Chat gekommen sind. Ich muss, Sachen verkaufen. I am the killer. How is the life? Killer. Can I interest Nenny you in Errol. Some of my wares? Du brauchst keine Gürteltasche plus 6, ne? Ich meine, du hast mir die gegeben. Deine 10er gegeben, Jesus, ne? Oh, du hast mir gegeben, ja, deine hier. Okay, was haben wir hier? Wir haben Diplomatie 3, Fischer 3. Feld 3. Jagd 3, Diplomatie 3. Ich hole noch jemanden für die Felder, okay? Haben wir genug? Haben wir genug? Ich dachte schon. Ist eine Frau. Ja, nehmen Sie mit. Jäger und Diplomatie. Fischerbau. Ich meine Mütze jetzt zu Hause reingelegt oder habe ich sie jetzt hier verkauft? Eine.
glaube, ich hatte eine noch zu Hause. Na, wird schon stimmen. Mann! Du! Du da! So. Okay. So long. Muss verkaufen. Henrika! Ist jetzt in der Stadt. Also, Henrika kommt in welches Haus? In ein einfaches Haus. Und Henrika... So, Gott sei Dank, bin ich wieder leicht. Uff. Du hast gesagt, Hühner und so, ne? Yes. Henrika arbeitet jetzt im Hühnerstall. Sehr gut. Ich nehme an, du hast es noch nicht gelehrt. Nein. Okay. Ich war noch nicht mal so zu Hause in der Nähe von so. Ja, ja, deswegen frage ich. Ne, Federn brauchen wir ehrlich gesagt gar keine. Bedeutet das eigentlich, wenn die halt gut in der Feldarbeit sind, dass die auch sehr gut einsammeln können? Also, sowas wie jetzt breitwegerichten Löwenzahn und so? Das weiß ich nicht, was da für Skills verlangt werden. Steht's nicht im Lebenslauf? Warte mal. Autos steuern. Also es ist unterteilt in Landwirtschaft und Tierhaltung, die gehören zusammen. Dann Jagd ist separat und das andere ist Gewinnung. Ich glaube, das ist das erste. Bin jetzt aber nicht sicher. Oh, da hinten sind Pferde. So. Headshot. Nee, du bist jetzt hoffentlich noch nicht schlafen gegangen, oder? Echt? Warte, steh wieder auf! Nein! Eine Sekunde zu spät. Scheiße. Andere Trottel, der meint hat, müsste sich mit mir anlegen. Perfekt. Irgendein Besitz. Hier habe ich so viel Fleisch. Perfekt. Messer und Stein. Magst du schnell Tierfutter noch bei den Eseln reingeben? Bro, ich bin nicht mal so. Okay. Ich bin Stroh und Platin. Ich erkunde gerade die Welt. Und werde der König der Banditenkiller. Dann hoffen wir, dass unsere Esel, die wir für 1200 gekauft haben, nicht nur so wenig. Verhungern. Okay. Ich verstehe. Klar. Am Jahreszeitenwechsel werden wir hier zurück teleportiert. Alter, ist das cool hier. Schaut euch das Haus mal an, voll geil. Geht man richtig schön runter. Ja, das ist einfach ein erweitertes Haus. Da ist ein Typ drin, der Oddcare heißt. Jäger brauchen wir mal hier nicht, oben. Oder? Bitte? Jäger brauchen wir nicht, sagst du, oder? Da haben wir eine Quest. Nein. Ich weiß nicht, wir jagen gar nicht so viel. Also, ich kann schon jemanden abstellen fürs Jagen, aber ich meine, an Fleisch kommen wir selber, dann ziehen wir beide los, erlegen einen Bär oder so und gut ist, oder? Ja, klingt nach Spaß, ja. Das Gebäude brauchen wir mehr, dass wenn wir Trockenfleisch herstellen wollen oder so. Nein, ich kann mit denen nicht mehr reden, weil es zu spät ist. Come on, me. What do you even mean, brother? Same problem here. Wo ist ein bisschen Heu und wo ist deren Haus? Und wo ist eine Fackel? Werden ziemlich schnell wach. Oh, euer Haus brennt. Ah ja, jetzt wo ihr wach seid. Ich wollte was fragen. Holt einmal!
ist es. Ja, während ihr das macht, kannst du mir bitte mal ganz kurz nochmal Salz verkaufen? Ich hab Salz, kannst du auch in der Mine abbauen bei uns. Ach da. Weg? Ja. Salz kannst du auch in der Mine abbauen. Ich weiß. Salz war gerade auch einfach nur ein... Random Beispiel. Random Beispiel. Wir sammeln einfach noch Zeugs. Hui. Die nächste Fackel. I need to drink something. Ich wollte eigentlich noch mit meiner Frau ein Baby machen. Ich bin jetzt nicht zu Hause. Bin ich gespannt, ob es beim Jahreswechsel ob da was geht. Ha. Huh. I could really do with a drink. Wo bin ich eigentlich? Gleich am Rand der Map. Ah, hier bin ich. Okay. Ich habe mich selber auf der Karte gesucht. War also bei Kolonika oben, aber da bin ich ja gar nicht. Bin dann nach Skauki gegangen. Skauki. Dry. So. Weißt du was? Mach dir, schlag dir mal bitte ein Lager auf. Schlag's. In 30 Minuten Ingame, das sind etwa eine Minute oder 20, ist E-Wechsel. Dann werden die zu Hause teleportiert. Minute oder 20 Minuten? 2 Minuten, so roundabout würde ich sagen. Alright. Right. Lass der Fall sein. Bis dahin bin ich gerade nach dem Beeren sammeln, mit einer Fackel in der Hand. Und bete zu den mir bekannten Göttern, dass ich keinen Wolf bin. So. Eine, wie viele Beeren habe ich denn jetzt dabei? Ah, nur 461, easy. Halbkirschen oder? So wird das nie was mit den Kindern. Doch, doch. Die Frage ist nur, ob es meins ist. Wow! Gott. Gut. Schwieriges Thema. Nein, wir haben sie ja schon. Also ich glaube, also wir waren ja schon zweimal mit ihr, ne? Im Reproduktionsmodus. Und dürfte beim Jahreswechsel hoffentlich was bewirken. Wir werden es gleich sehen. Zwar jetzt. Mein. Gerät durch eine neue Jahres. Wir sind zusammen traurig. Hey, Darling. Goodbye. Platzpatron. Hey. Mann. Also, ich glaube tatsächlich, dass weil du schon ein Kid hast, das hat mich also blockiert. So, jetzt wollte ich das mit den Eseln noch ausprobieren. Wie ihr mir jetzt alle mit Platzpatronen kommt. Hallo. Arthur, so nicht.
Mein Sohn ist dein Sohn, keine Sorge. Warum haben wir zwei Esel? Ich dachte nur einen. Sechs? Ja. Naja, die wollen doch, dass die sich fortpflanzen. Okay. Jetzt zum Reiten brauchst du einen Sattel. Ja. Okay, das ist nur eine Satteltasche. Entschuldigung. Also der Esel kann 30 Kilogramm tragen. Okay, ich bräuchte einen Sattel dafür, ich verstehe. Wir haben jetzt nur die Satteltasche, aber ich glaube, die Satteltasche wird an den Sattel gemacht. Das heißt, der Esel braucht eine Satteltasche. Hey, wir haben Herbst wieder. Schön. Also. Er hat gedüngt, aber noch nicht dahingehend gearbeitet. Das sofort zu dungen? Nein, das wird zu verdorben, wie ich es mir dachte. Zacke fehlt ihm. So kann er natürlich nicht arbeiten. Tierfutter muss ich auch machen. Wack, was treibst du? Ja. Nicht aufregen, dass ich für meine Frau immer noch keine Blumenvase machen kann. Die Felder sind nicht richtig bestellt. Die Tiere sind voll. Es fehlt dann Dung und Werkzeug. Und er ist gerade dabei, eine Vase für seine Frau zu machen. Ja, kein Wunder, ist seine Frau schwanger, weil für ihn ist seine Frau die Welt und alles andere geht ihm am Arsch vorbei. Nee, das nicht, natürlich nicht, hallo? Haferkorn und Roggenkorn. Haferkorn. Nur schaue ich halt hin und wieder mal vorbei, ob da halt tatsächlich irgendwas geht, weißt du? Haferkorn und Haferkorn. Also, was funktioniert auf diesen Feldern nicht? Wo kann ich dir helfen, mein Freund? Ja, wir haben kein Tierfutter. Wie mache ich Tierfutter? Alright. Gehen die Scheune an die Werkbank. Moment. Jetzt haben wir gerade ein paar Eier. Weil die Nester gerade voll sind. Ich erwürge dich irgendwann. Irgendwann erwürge ich dich einfach. Ich schwör's. Dann ist einfach. Dann ist fertig. Eine Dynastie hat soeben geendet. Ja, ich schwör's dir. Das ist. Allah. Gibt's ja nicht. So. Also. Die Nester sind wieder. Gut. Die Werkbank. Stein. Die Werkbank. Tierfutter bauen wir. Ja, und Werkzeuge für den Schuppen, bitte. Werkzeuge für den Schuppen? Holzhacke und so Gedöns oder Hacken allgemein. Er kann gerade das Feld nicht pflügen, weil die Werkzeuge fehlen.
Okay. Eine Hacke und hier vor. Oder mehrere. Gotcha, gotcha. Holy shit, bist du gerade am Verrecken? Hat die Sachen hier hin transportiert. Also. Ich mach hier gerade Dünger. Ich hab dir noch mehr Dung reingeschmissen. Hier hast du Roggen. Roggen. Hier ist noch Stroh und hier ist Weizen. Folgendes. Hier in der Ecke ist der Dreschboden. Da trennst du die Weizen vom Spreu, heißt das, glaube ich. Ja. Was machen wir mit dem Roggenkorn hier? Wird das eigentlich für das. Was? Achso, okay, das braucht man eben an der Stelle auch, um die Felder zu. Roggenkorn. Für Tierfutter. Zu der Tierfutter. Ja, also guck, an den Feldern sind die Sträucher dann, ne? Die werden geerntet. Und die dreschst du dann auseinander und dann kriegst du das Korn und den Halm, nenne ich jetzt mal. Und mit den Korn, mit zwei Kornen und Stroh machst du Tierfutter. Ja. Aber wir haben halt eben nicht alles. Weil wir hier die ganze Zeit hinterher hinken. Es fehlt sogar an einer Tasche, sehe ich gerade. Also. Zum Streuen. Ich lasse meine Tasche hier. Ich lasse mein Säckchen in dem Winkel drin. Alles gut. Dann macht ihr ihre Quests. Also, Chat. Wack macht nicht. Wack, die Frau von Wack hat keine Quests oder so, die sie ihm gibt und dann ist sie happier und deswegen hat er ein Kind. Und ich nicht. Sondern es scheint wirklich ein Spielproblem zu sein, dass wenn einer ein Kind hat, dass der andere das Kind wohl nicht kriegen kann, weil das Kind wohl einfach für einen Horst gerechnet wird. Deswegen hab wahrscheinlich. Also hast du den Erfolg auch gekriegt in der vorletzten Folge? Ja. Okay. Ich nehme an, dass wir deswegen einfach beide auch den Erfolg gekriegt haben, weil einfach einer von beiden den Erben dann hat. Also ich vermute, dass wenn ich sterbe, werde ich als Sohn von Wack weiterspielen, irgendwie so. Ich kann mir vorstellen, dass der Coop-Modus in diesbezüglich noch nicht so weit ist. Holzschalen 80, 100. Na, hier haben wir noch. Haben wir noch irgendwo Hafer? Ich guck gleich in der nächsten Kiste neben dran. Also, oder produziert zumindest irgendeine Hafer von den Dörfern noch? Ups. Muss gucken, was wir haben. Ich habe eigentlich alles an Sachen da reingemacht. Muss gucken. Okay. Dann spaziere ich gleich ein paar Monate zwischen den Kisten. Ist eigentlich irgendwas. Neues Level Landwirtschaft. Hast du auch ein neues Level? Nein. Tierfutter mache ich jetzt dann wohin? Du gehst zu den Ställen und dann in den Trog rein. Steht da Tierfutter hinzufügen. Ach so, okay. Pass aber auf. Er schmeißt immer alles rein. Das heißt, wenn du das über die drei verteilen willst, musst du es kurz durch drei teilen, das auf den Boden schmeißen, was du nicht reinmachen willst, und dann machst du rein. Wir arbeiten gerade sparsam. Okay. 5. Shit. Ah, fuck. Hold on a second. Okay, die Schweine haben auf jeden Fall Tierfutter gekriegt. Die anderen?
benannt und es ist so eine Sache jetzt, ne? Alles klar. Wir machen hier ein paar Säckchen noch. Das Ding ist halt, es läuft alles über die Felder. Ja, warte mal, die Esel haben ja gar keine Trog. Doch, die haben einen in der Mitte. Wo? Ach, wow. Das Riesige. Die hatten 2% und jetzt wieder keinen. Gut. Also, Hafer. So, er hat jetzt wieder Holzhacken drin, einfache Säckchen. Er kann jetzt wieder arbeiten. Machen die auch noch schnell rein. Wer braucht er dann alles? Na, warte schnell. Brauchen keinen Dünger? Kein Dünger. Soll ich eventuell wieder loswerden? Haben wir noch Setzlinge? Hast du noch Setzlinge irgendwo? Weiß ich, glaube nicht. Ich hab's in der Hauptgestory gemacht mit dem. Nicht einen Apfelsetzling haben wir. Hopfensetzling ist hier. In der Kiste. So, und ich gehe mich mal ein bisschen entlasten hier. Sehen die aus. Die kommen ja eigentlich ganz gut hier. Cool. Sag mal, wer könnte Steinmesser gebrauchen? Jäger oben? Jäger, ja. Wollte ich jedes Mal, wenn ich hier komme, lacht. Okay. Chief, grüß dich. Ich begrüße die Leute jetzt auch einfach. Das muss euch auf YouTube jetzt halt einfach irritieren. Das wird euch irritieren, aber ist nochmal so. Ah, du hast hier Weidenkörbe gemacht. Ja. Ja, für ein bisschen mehr Lagerkapazität dort. Dass du irgendwo hingehst. Yeah. Und Moment, mein Gehirn tut gleich was mit. Ein paar Sachen extra verkaufen möchte. Da ist noch. Steht irgendwas im Weg? Was war immer? Ich überlege gerade, ob ich ihn hier reinnehme. Weiter nach links drehen, bitte. Nee, nach links drehen. Mit Ku. Noch ein bisschen? In eine andere Richtung. Ja.
Kannst auch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Ich setze ihn so, dass die zwei Büsche noch stehen bleiben. Noch einen Ticken nach links. Nein, ich meine jetzt drehen. War das gut? Ja. Jetzt steht er komisch zu den Büschen. Büsche? Ja, die zwei Büsche vor mir. Wow. Wenn du das platzierst. Geht das so? Dann. Oder habe ich jetzt wieder schräg? Ist er zu schräg? Schräg nicht, es geht. Stark gemacht. Stark gemacht. Ich meine. Ich bin so froh, dass wir Rücksicht auf die Büsche genommen haben. Natürlich ist wichtig, wichtig. Ja, scheiße. Sind die weg? Hast du das schon gedacht? Ja, naja. Hey. Muss versuchen. Fällst du oder? Oder nicht? Bro. Ja, yeah, ich bin gerade. Ich glaube, ist okay. Warte schnell. Ich warte auch lang. Nein, ich will es ganz hier rübernehmen. What? Ja, bis hierhin. Hier zwischen rein. Warte schnell. Das sah witzig aus mit dem Eingang so von der Seite. Ich weiß nicht warum, ich will den Wasserfall sehen. Das Haus aber trotzdem stehen lassen. Ja. Magst du mir schnell sagen, welche Bäume weg müssten? Aber der hier? Ja. Yeah. Nur der hier. Okay. Ich habe keine Schaufel dabei leider. Na, mach schnell eine. Da war sie doch. Ist sie weg? Moment. Ja. So. Weiter nach hinten. Weiter nach hinten. Ja, zu weit. Da ist immer noch was im Weg. Wie in einem Baum. Mhm. Magst du mal schnell platzieren? Ich könnte. Ja. Ja, ich gehe mal ein bisschen nach, von dir aus gesehen, nach links. Merkst du das beim Eingang, dass er so einen seitlichen Eingang nimmt an einer gewissen Stelle? Seitlich? Ja, den jetzt. Achso, ja. Den finde ich total nice. Weiß nicht warum. Er hat was. Okay. Ich glaube, das kommt hier oben an. Weißt du was, ich nehme den Baum hier mal weg. Dann kann man ein bisschen nach rechts schieben. Und selbst wenn der Eingang ein bisschen komisch ist, ist auch wurscht. Da sind die Steine. Nein, die Steine müssten eigentlich despawnen.
glaube, geht's. Warte mal, komm. Also, komm nochmal zurück. Nee. Ja. Willst du nach links drehen? Weiter hinten? Noch weiter links? Perfekt. So gut. Kann so stehen, ja. Ja, sehr schön. Ach, das kommt gut. Stein bringe ich mit, bring Holz bitte. Baumstämme. Lass mich den letzten Schlag machen. Okay. Ja, Ja, ich komme dann in ein schnelleres Bausystem. Bin dann 10% schneller. Obwohl wir die Wände anders machen müssen. Oh shit, ich habe mich vergiftet. Oh, 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 oh. Ich habe mich schon wieder vergiftet mit Tolkesh. Ja, gut. Digga, wie sehr will ich mich noch vergiften? Keine Sorge, ich werde mich gut um deinen Sohn kümmern. Klar. Gibst du, du hast nur drauf gewartet. Was denkst du, wenn die Tolkesh da platziert hat? Haha! Ich wusste eines Tages, willst du davon naschen? Ja, keine Sorge, ich hab die. So schnell wirst du mich nicht los. Schade. Wow. Ich meine, ich freue mich, super. Ach ja, erst wenn du vergiftet bist, verlierst du Leben. Ja, ja, ja. Erst wenn du voll vergiftet bist.
Stein. Ups, das war ein bisschen viel. War ein bisschen viel. I need some water. Ja, ja, du kriegst gleich was zu trinken. So. Dann wir bauen das Haus noch schnell fertig. Ich weiß nicht, wo die Kochstation kommt. Ich dachte, die kommt da in die Ecke. Eigentlich könnte ich beim Haus von weg schnell gucken gehen. Wenn man reinkommt, direkt rechts. Oh lol. Guck mal, ist eine Kinder, eine Wiege und so. Voll nice. Hello. Hello. So long. Nett. My mouth's dry. Ja, ja. Nicht jammern. So, damit haben wir das schon mal. Wir brauchen noch ein bisschen Stein, Holzstamm. Jetzt wird es wieder sehr düster. Ich finde das etwas schneller bauen sehr angenehm, ne? Das ist richtig gut. Ich will das Haus eigentlich noch fertig machen und umziehen. I need some water. Vielleicht wird meine Frau dann ja schwanger. Ich war schwanger. Vielleicht ist es das. Vielleicht mag sie das Haus einfach nicht. Vielleicht ist sie eine Frau mit Ansprüchen. Dieser Bruchbude will sie kein Kind großziehen. Denkt sich so, sehr gut. Nein, es ist ziemlich sicher. Das ein Bug ist. I need some water. I need some water. Ja. Gibt's gleich. Vielleicht planen sie mehrere. Ja, also wenn es wirklich ein Bug ist, finde ich es ein bisschen schade, dass nicht jeder in so einer Coop-Kampagne seine eigene Dings großziehen kann. I'm thirsty. Aber ich vermute, dass das Spiel ein Problem damit hat, dass wenn einer der Horst ist und andere Spieler dem Spiel jedes Mal nachjoinen, dass das Spiel dann nicht weiß, wer, also... Er muss das ja irgendeinem zuweisen und ich nehme an, er weist das einfach immer dem Horst zu. Oh, das kann sein. Ja, lol. Warte mal. Das heißt, ich mit meiner Frau ein Kind gezeugt, was du jetzt hast. Was theoretisch dann also mein Erbe ist. Ja, fahrt. Ich weiß eben nicht, ob man auch mehrere Kinder haben kann. Theoretisch müsste man mehrere Kinder haben können. Ich glaube, dass spätestens dann, wenn dein Kind erwachsen ist, ja, dass ich dann, also dass dann das zweite Kind auf dem Weg sein könnte und das wäre dann mein Kind. Mhm. Klingt logisch. Ja, weil du hast ja ein Haus mit vier, mit bis zu vier Plätzen. Das heißt Mann, Frau plus Kind sind drei und wer belegt dann den vierten Platz?
Das würde ja dann bedeuten, dass wenn eins der Kinder erwachsen ist, also alt genug, dass sie dann wieder Kinder kriegen können. Obwohl es eigentlich logisch wäre, dass eine Familie auch mehrere Kinder haben könnte, aber im Zeit haben wir 23. Okay. Ich würde das Haus noch fertig bauen, dann gehe ich noch ein letztes Mal mit meiner Frau in unsere Hütte. Ziggidi, zaggidi, let's go go. Schauen wir dann in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Nein. Natürlich muss der Hammer jetzt kaputt gehen. Haus ist fertig. Ich mach nochmal Schlafi. Ja, Moment. Was? Ich sag dir Moment. Wenn du Schlafi machst, muss ich auch gleich Schlafi machen. Es dauert 2 Jahre, bis die gleiche Frau ein Kind bekommen kann. Hast du es gegoogelt, Jericho? Du sagst, wenn du im Bett bist, ne? Bis dahin hämmer ich noch am anderen Haus rum. Ich bin auf dem Weg. Kannst du schon mal waschen gehen? Weißt du was? Ich versuch's mal ungewaschen. Go for it. Lass dich davon nicht abhalten, Tiger. Steinhaus. Das Ziel ist eigentlich, dass wenn du da bist, gehen wir schlafen. Ja. Und dann macht's Hammer. Hammer. Ich weiß, ob es nicht aufgeht. Also. Drück mir die Daumen. Weißt du was, ich wasch mich doch. Also das heißt, ich kann noch gar kein Kind kriegen. Ja, Reddit hat's gesagt. Okay. Das heißt, theoretisch ist es jetzt so, dass das Spiel nicht unterscheiden kann zwischen dem Kind von Wag und zwischen der Frau von Wag und meiner Frau und dem Kind von Wag und theoretisch meinem Kind. Das heißt, nach 2 Jahren habe ich dann die Chance. Wag, du hast ein Schlafverbot mit deiner Frau. Bruh. Challenge nicht accepted. Gucken wir mal, wer schneller dran ist. Das habe ich jetzt soeben entschieden. Wer auch dafür ist, soll es in die Kommentare schreiben oder auch in den Chat. Wag hat ein Schlafverbot mit seiner Frau. Hashtag no not 2 years. Jesus Christ. Nein, schreibt das nicht. Schreibt einfach Wag-Verbot. Gut, Like da lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, bis dann.